Moin moin, liebe Freunde, herzlich willkommen zur neuen Folge. Und ja, ihr habt den Link wieder gefunden scheinbar, also es geht weiter. Wir sind letztes Mal gescheitert an Nürnberg. Und das war echt tragisch. Aber naja, jetzt müssen wir uns gegen Zenit schlagen. Im Rückspiel, da stand er eh schon 5-0. Und ich glaube, jetzt können wir echt mal ein paar Spieler wieder einwechseln, die nicht so oft spielen. Aber ich möchte heute nicht so sehr auf Mr. Wer fragt setzen. Irgendwie hat mir das letzte Mal nicht so gut gefallen. Ich möchte reinbringen Marcelo mal. Zudina. Da habe ich irgendwie vertan. Ja, Truben, du darfst auch mal rein. Und warum nicht? Eriksen. Passi. Ja, komm, hau rein. Ja, machen wir das mal so. Ist nicht die stärkste Mannschaft so, aber was soll's. So. Die Mannschaft kennen wir ja im Prinzip. Wir haben auch 5-0 gewonnen, also da sollte nichts anbrennen. Spielmacher haben wir keinen. Ist schon okay eigentlich alles. Mal sehen, wie die Mannschaft sich jetzt so schlägt. Oh, jetzt muss ich wieder diese komischen Namen vorlesen, ne? Ah je, ah je, ah je. Ja, ihr fragt euch bestimmt, wie viele Folgen es heute noch gibt. Das muss ich noch so per Gefühl nochmal entscheiden. Weiß ich noch gar nicht genau. Aber ich wollte auf jeden Fall eine Stunde voll kriegen. Wir sind gerade bei 45 Minuten insgesamt. Wir werden nicht verlieren. Das versuche ich mal den Jungs jetzt zu sagen. Heimspiel hin 5-0. Das heißt, die müssten erstmal 5 Tore schießen, damit es Verlängerung gibt. Oder 6 Tore, damit sie endgültig gewinnen. Bisschen schwierig wird das. Ja. Ecke von links von Marcelo. Passi kann sich da nicht durchsetzen. Und toll. Klasse 1 Aktion von Alexander, der aus 17 Meter abzieht. Doch Michael Jani ist zur Stelle und faustet das Leder weg. Sehr schön, Michael. Ich glaube, für Michael Jani habe ich schon lange nichts mehr gehört von der Nummer 1. Ich glaube, der guckt gar nicht mehr zu. Schreibt wahrscheinlich auch nicht mehr hier. Schade eigentlich, wenn doch unsere Nummer 1 hier nicht mehr schreibt. Naja. Toben setzt sich im Lauf gegen Alexei mit Ellbogen durch und wird zu Recht verwarnt. Naja. Gucken wir mal. Habt ihr eigentlich bisher schon viele Buchstaben gefunden? Könnt ihr mal so einwerfen, wie viele ihr schon bisher gefunden habt? Würde mich mal interessieren. Vielleicht haben wir auch einige weniger gefunden als andere. Falls ihr nicht so viele gefunden habt wie jemand anderes, dann doch einfach nochmal die Folgen davor anschauen. 1-0, ein weiterer Abschlag von Michael Jani bekommt die Abwehr des FK Zenit St. Petersburg nicht weg. Und Leon Robben geht dazwischen, lieb per Querball auf völlig freien Svitenny, der da sicher einschießt. Webmaster Sören Enze, tralala. Mhm. Ansprache. Ich weiß selbst noch nicht genau gerade, also jetzt, wo ich das hier so aufnehme, weiß ich noch nicht, wie viele Buchstaben gefallen sind. Aber wenn ihr schreibt, weiß ich es dann tatsächlich, wie viele Buchstaben schon sozusagen im Spiel war. Oder wie viele da schon waren. Ihr könnt einfach mal reinschreiben, ne? Wie ich gerade sagte. Würde mich mal interessieren, wie viele ihr schon gefunden habt. Mal gucken. So, das war es eigentlich erstmal zu der Ansprache. Lass erstmal weiterlaufen. 1-0 führen wir ja schon. Das heißt insgesamt 6-0. Das wird gar nicht mal so einfach für Zenit. Die müssen jetzt 6 Tore schießen, damit sie gewinnen. Zudina unterbindet eine Kombination zwischen Christian Daniel Ledesma und Alexander Dingsbums und sieht dafür gelb. Sehr schön. Klasse Diagonalpass von Leon Robben zu Marcelo, der den Ball auf dem linken Flügel von der Grundlinie erreicht und Zeit hat, auf den hereinsprintenden Sweet Danny zu warten. Millimeter genau fliegt die Vorlage auf den Kopf des jungen Mittelfeldspielers, der aus 9 Metern wuchtig einnickt. 2-0. Jetzt müssten sie schon 7 Tore schießen. Freistoß von rechts. Da passiert hier nicht viel. Die Spieler des ZFK St. Petersburg wirken, als ob sie noch beim Aufwärmen wären. Obwohl, dann hätten sie in dieser Partie bestimmt, in dieser Phase bestimmt mehr Sicherheit bei den Pässen. Ja.
So, wir müssen vielleicht gleich mal irgendwas wechseln. Ich werde... Oh, wir haben keine Infanterie eingestellt. Ah, ich Idiot. Na, no, Honeyboy mal warm machen. Und Mr. Wer fragt. Federico klärt gegen den handschwimmenden Dambo nach einem etwas zu kurz geratenen Rückpass. Rückpass? Das gibt's ja wohl nicht. Ich glaube, ich mache hier gleich der Frecke. So, der Roman kommt herein. Chirkov, Chirokov oder so. Keine Ahnung. Man muss heute auch die hervorragende Leistung des Schiedsrichters. Bla. Gelbe Karte für Igor. Sehr schön. Haut meine Spieler kaputt. Wunderbar. Okay, noch fertig haben wir hier. Freistoß von rechts. Marcheretti pflückt heraus. Die Felix Dau, die Freistoßflanke. Wir werden mal irgendwie einen Verteidiger reinstellen müssen. Machen wir es mal so. Obwohl, so nicht mal geschehen. Ja, spielt es hier souverän runter, natürlich. Nach einem Missverständnis zwischen Federico und Igor bekommt Dambo in guter Position zum Schuss, befördert den Ball jedoch über die Latte. Mensch. Etwas ungenaue Hereingabe von Sweet Danny, aber Eriksson bekommt den Ball trotzdem noch irgendwie Richtung Tor. Und wir wechseln zu Dina aus. Tut mir leid. Gelb-rote Karte für Truben. Verdammt. Oh, Junge. Komm, lässt man dich mal spielen, gibt's gleich Gelb-rot. Mann. Gelbe Karte für Marek Schillen. Frisch drin, gleich gelbe Karte. Wozu auch? Hinten dicht, hinten dicht. Dambo verlängert einen weiten Einwurf zu Eriksson alleine vor Federico aus 6 Metern nur knapp am Tor vorbei. Wie kann man aus 6 Metern daneben schießen? Ah, ich verstehe es nicht. Also, wenn man alleine vorm Torwart steht, dann ist das echt... 6 Meter daneben, also es gibt... Oder aus 6 Metern, meine Güte. So, die Ergebnisse. Nochmal schauen. Okay, da haben sie verloren. Das ist also... Stuttgart verliert. Ne, gewinnt das Rückspiel, aber... ich glaube, Florenz müsste weiter sein, ne? Weil 1:2 mit 2 Auswärtstoren... Ein Auswärtstor nur für Stuttgart, damit steht 2:2, aber Florenz hat mehr Auswärtstore. Wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Bremen, Hinspiel 3:1 verloren. Rückspiel 0:0. Weg mit denen. Und Hinspiel und dann unentschieden für Hamburg. Das heißt, alle sind raus, bis auf. Bis auf vier von den deutschen Mannschaften. Wollen wir mal starten? Unser nächster Gegner ist Inter Mailand. Sehr schön. Das wird jetzt richtig schwierig. Und ja. Beste Newcomer der Saison. Unsere gesamte Mannschaft. Und Jin's Error. Aber der war ja auch bei uns in der Mannschaft. Sehr schön. Oh, ja, eigentlich ein super Team. Hoffenheim. Das nächste Team ist Hoffenheim. Und die wollen wir auch besiegen. 11 Nachrichten. Wir schieben mal wieder die Standardmannschaft rein. Schauen wir uns kurz die Nachrichten an. Lukas wieder fit. Baufortschritt. Nebel abgesagt. Die VfB 2 und KSV 2 spielen nicht gegeneinander. Europafinale. Sehr schön. Gegen Inter Mailand. Pokalprämie 360.000. Und Luca müsste eigentlich bald wieder fit sein. Da ist Luca. Genau. Gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich gucke noch mal kurz auf den Kalender.
wir haben hier das Spiel gegen Hoffenheim und danach das Spiel gegen Schalke 04. Ist ein Heimspiel. Ich glaube, wir machen das Spiel hier noch und zum krönenden Abschluss vielleicht dann noch ein 3D-Spiel. Also, macht's gut. Den Link seht ihr ja gleich wieder. Tschüssi! So, meine lieben Freunde, da habt ihr auch gleich den Link zur nächsten Folge. Also, einfach hier draufklicken und es geht gleich weiter mit der nächsten Folge. Ja, ich hoffe, ihr hattet bisher viel Spaß und ihr könnt hier wieder ein paar Buchstaben finden. Macht's gut, bis gleich!